Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, hier dreht sich alles ums Thema Volleyball. Und heute habe ich euch wieder Übungen zum Thema Libero und Zuspieltraining mitgebracht. Bleibt dran, schaut es euch an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute also weitere Übungen zum Thema Zuspiel-Libero-Training. Übungen, die wir am Ende eines Trainings gemacht haben, wo insgesamt die Belastung sehr niedrig war. Zuspieler und Libero sollten noch ein bisschen Zusatztraining bekommen. Die Zuspieler wollten noch ein paar Bälle pritschen, damit sie ein gutes Gefühl in den Händen haben. Und die Liberos wollten noch ein bisschen auf dem Feld ackern, ein paar Abwehrbälle kratzen. Und insofern haben wir noch ein paar Übungen hinten dran gehängt. Wir haben hier dafür Körbe genutzt, also pritschen die Bälle anschließend auf Körbe. Das Thema Körbe hatte ich schon hier und da mal thematisiert. Diese Dinger sind einfach schweineteuer und viele Vereine können sich das nicht leisten. Alternativ habt ihr vielleicht irgendwas in der Halle, was ihr dort hinstellen könnt als Zielfläche, oder eben es sind Spieler, die auf Kisten stehen, ihre Hände hochhalten und somit als Ziel dienen, damit die Zuspieler ein Ziel haben, auf das sie pritschen können. In der ersten Übung haben wir Angriffe über die 4 auf die beiden Liberos positioniert auf 5 und 6 geschlagen und der Zuspieler hat dann den Ball in einen Korb auf der 2 oder 4 gepritscht. Als zweiten Ball wurde noch ein Ball eingeworfen von der Seite und der Zuspieler auf der Position 6 in diesem Falle hat den Ball dann auch hochgespielt, ebenfalls auf den Korb auf der 2 oder 4. Schaut es euch an. In der zweiten Übung haben wir die Liberos bereits rausgenommen. Hier haben wir nur noch mit den Zuspielern trainiert. Wir wollten das Ganze aus der Blocksituation gestalten. Das heißt, der Zuspieler startet vorne im Block auf der Position 2 und auf Kommando macht er einen Blocksprung oder dreht sich zumindest um und kriegt einen Ball Hochfeldmitte, den er entweder in den Rückraum auf Position 1 oder Richtung 4 spielt. Schaut es euch an. In der letzten Übung, da haben wir einfach nur noch Hochbälle geworfen und unser Zuspieler sollte Bälle über eine größere Entfernung hinweg auf die Körbe spielen. Das war einfach nur noch einmal, um den Ballwagen leer zu machen und nochmal auch ein Gefühl für etwas weitere und schwierige Pässe zu erhalten.
Okay, Leute, das soll es gewesen sein für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn euch das interessiert, was ich mache. Und wenn es euch auch gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Das würde mich motivieren, weiterzumachen, weitere Videos zu machen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, einfach unten rein in die Kommentare. Dann antworte ich auch möglichst schnell darauf und versuche euch bei euren Ideen oder Schwierigkeiten im Training zu helfen und euch zu unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Euer Martin.